Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich hier diese Ecke mit vernünftigen Kabeln verlegt habe und noch vieles mehr, und zwar nach dem Intro. Viel Spaß! Zunächst mal, es soll hier um diese Ecke gehen. Hier hat sich in der letzten Zeit einiges getan, denn ich habe hier einen Fernseher aufgehängt und eben ein Lowboard. Allerdings, wie man sieht, ist die Verkabelung noch etwas, provisorisch. Und deswegen werden wir jetzt zunächst mal ein Netzwerkkabel darüber legen. So, das ging ja jetzt relativ einfach. Ich hoffe, wir sind durch. Und perfekt. Da ist ein Loch. Das heißt, wir haben es zumindest schon mal durch die erste Wand geschafft. Das heißt, als nächstes muss ich jetzt mal das Kabel einmal rüberlegen. Das hier ist übrigens das Kabel. Das ist ein Cat7-Kabel zum Verlegen extra geeignet. Wenn ihr auch so ein Kabel braucht, ich verlinke das mal unten in der Beschreibung. So, was ich jetzt hier mache, ist das Kabel einmal so ganz grob zu verlegen, dass es ungefähr passt von der Länge her. An beiden Seiten lasse ich ein kleines Stück über, denn ich möchte das Ganze hinterher an eine Dose machen. Und damit ich da noch ein bisschen Spielraum habe, zum einen natürlich, um das in die Dose zu legen, aber auch, wenn ich irgendwie etwas versaue, mache ich ein bisschen extra Kabel. Das kann man dann hinterher immer noch irgendwo in einem Kabelkanal oder so loswerden. So, hier an dieser Stelle muss ich jetzt mal die Fußleisten rausschrauben, denn die habe ich damals genutzt, um hier ein HDMI-Kabel reinzulegen, und das Netzwerkkabel könnte hier nämlich perfekt noch mit drunter passen. Bock auf einen kleinen Zwischenstand? Also, so sieht es jetzt aus. Ich habe jetzt hier schon mal die Hälfte der Fußleisten dran geschraubt und das Kabel liegt jetzt quasi hier einmal so drunter und kommt dann hier eben raus. Das Ende sollte auch lang genug sein, um das dann gleich hier irgendwie zu verstauen. Das heißt, weiter geht's mit diesem Teil hier. So, noch ein kleines Update. Jetzt sieht der hintere Teil so aus. Was jetzt also noch fehlt, ist dieser Teil hier. Zum einen natürlich müssen diese Kabel hier schön hochgelegt werden. Zum anderen müssen aber auch noch Stromkabel hier rein. Dieser Mehrfachstecker soll hier fest verbaut werden. Und dazu gibt es hier unten auch noch eine Steckdose. Und zwar diese hier. Allerdings brauche ich ein Kabel, was in diese Richtung da geht. Und eben ein Kabel, was hier hingeht, damit ich dann diese drei Kabel gemeinsam hier hochführen kann. Und um das zu machen, müssen wir jetzt erstmal hier vorne das aufmachen, das Kabel, und das dann in zwei Teile splitten. Also muss ich zunächst mal, damit ich das genauso schön wie auf der anderen Seite machen kann, hier diese Fußleiste abnehmen, damit ich dann hier das Kabel hinterher durchlegen kann. So, und dann kommen wir jetzt mal zum fertigen Ergebnis, sage ich mal. Also kleiner Zwischenstand, wie es jetzt aussieht. Hier haben wir die Kabel alle fertig, soweit sortiert. In dem Schrank selber sieht es noch etwas komisch aus, aber hier kommt zumindest schon mal der Strom an. Wie ihr seht, müssen die HDMI-Kabel noch vernünftig hier mit einem Switch reingelegt werden. Und das Netzwerkkabel braucht natürlich auch noch seine entsprechende Dose. Bisher ist da einfach nur das Kabel hintergelegt. Hier sieht schon mal alles schön aus. Hier hinter kommt jetzt auch der Dreierstecker an, damit der Schrank hier eine Beleuchtung hat und der Staubsauger hier geladen werden kann. Hier sieht man also gar keine Kabel mehr. Hier hinter geht jetzt alles schön her. Und dann eben hier hinter einmal durch die Wand. Auf der anderen Seite kommt das Ganze hier aus der Wand raus. Und ja, wie ihr schon seht, hier muss das Kabel natürlich noch vernünftig verlegt werden. Dazu fehlen mir jetzt aktuell noch ein paar Kabelkanäle. Die Teile dazu sind aber alle schon unterwegs.
und werden in einem Teil 2 von mir dann noch verbaut. In dem Teil geht es dann nämlich auch nochmal sehr heiß her, denn jetzt aktuell sieht das Ganze ja noch relativ langweilig aus. Und ich würde das Ganze natürlich noch schön mit RGBs beleuchten. Hab dazu auch schon alle Teile bestellt. Ich weiß nicht, ob ihr mein Video zu den China LED-Strips gesehen habt, aber ich habe nochmal einen zweiten Schlag gemacht und mir einen Controller bestellt, zu dem auch nochmal ein separates Video kommt wahrscheinlich. Denn dieser Controller kann den RGB-Strip per Zigbee steuern. Also könnt ihr ganz normal in euer Philips Hue-System dann einen LED-Strip mit einbauen. Und das würde ich gerne ausprobieren und damit dann eben hier diesen Schrank beleuchten. Und das kommt dann eben im neuesten Video nächste Woche. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, klickt auf Abonnieren und gebt dem Video gerne eine Bewertung. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder am Mittwoch um 16:30 Uhr. Bis dann, haut rein und ciao.